Ewa, das Shabab und das ist meine Geschichte bei IQ5. Wie mein Gefühl war, als ich erfahren habe, dass ich bei IQ5 bin. Auf jeden Fall, was soll ich dir sagen? Bewerbungsphase hat angefangen. Ich hätte mit diesem Ausmaß jetzt nicht so gerechnet. War krass auf jeden Fall. Hätte ich mir nicht erwartet. Ich habe eigentlich schon sehr oft überlegt, ich habe die falsche Bewerbung reingeschickt, vielleicht feiern die das nicht so. Aber im Endeffekt hat die Waschanlage uns berühmt gemacht. Denn Momente bei IQ5 waren auf jeden Fall die Wurfrunde, das Coupé. War auf jeden Fall eine Herausforderung von Wien bis nach Mönchengladbach ins Studio. Ich hatte eine OP, ich war krank, ich war komplett am Arsch. Leute, ich bin 1000 Kilometer geflogen von Wien bis nach Köln. Von Köln mit Auto nach Mönchengladbach. Voila, ich bin gefickt. Ich bin einfach gefickt, okay? Verspätung, Flugart, Verspätung, ich mach alles los. Ich werde kommen, diese Icon, ich werde richtig revolutionieren, werde euch zeigen, werde Wien auf die Karte setzen. Und ja, Mann, wenn ihr geile Melodien hören wollt, wenn ihr hören wollt, wie ein Shabab-Rap und richtig Hunger hören wollt! Die größte Herausforderung bei IQ5 war auf jeden Fall das One-Take-Rappen. Das unterschätzt man auf jeden Fall, weil man bisher eigentlich sich nur darauf fokussiert hat, im Studio zu rappen und Effekte und da und dies. Und das ist halt einfach schwer am Anfang, dass du dich halt komplett auf das One-Take-Rappen fokussieren musst. Das war so die größte Herausforderung. Ansonsten kann man eigentlich durch die Butter, ne? Ob es jemand gibt oder ob es etwas gibt, was mich inspiriert hat bei IQ5. Inspiration habe ich mir eigentlich immer von außerhalb geholt, durch viel Musik hören. So. Bin ich euch ehrlich, da von anderen Ländern mal gehört. Auch Musik, die du eigentlich nicht hören würdest, gehört. So. Auch was in der Villa einging, zum Beispiel im Knast. Falls Leute wissen, zum Beispiel, wir haben Gefangen gemacht. Gefangen, zum Beispiel, wir haben uns an die Location orientiert. Erwähne ich auch sehr viel, was um mich herum passiert. Also die Location macht doch sehr, sehr viel aus, was dann im Endeffekt in den Texten widerspiegelt wird. Ich noch war noch nicht, oder? Hab ich doch gesagt. Nein, hast du nicht. Er wird wie ein Mensch, wird wie ein Mensch. Wie in der Thermon auch, wenn wer hat dich der Mann gefickt? Ich bin hat der Nachhut, Kurwa. So redest du mit mir? Ich hab gesagt, kann ich nicht sagen. Siehst du diese Bauch? Mit diesem Bauch? Was meine Erwartungen zu Beginn waren, ich hatte keine Erwartungen, sage ich euch ehrlich. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich dachte mir, aber einfach da rein, einfach Körper rein in dieses kalte Wasser. Ich wusste auch nicht. Ich dachte mir nicht, dass wir nach Spanien fliegen und das und links und rechts zum Knast mit 40. Kenne ich, aber wisst ihr, was ich meine? Aber ja, Mann, war geil auf jeden Fall. Ab hier, Christoph, deutscher Pass, lass doppelt zahlen mit dem Putzen Arsch. Letzte Mal, sie haben mir meine ganze Geld genommen. By grants, eh? Ich schwöre, ich habe eine Messer genossen. Alle weg. Alle weg. Aber Jungs, und was mit dieser Treppe? Ihr müsst euch vorstellen, wirklich, ihr wisst nicht, wie schwer es ist, in dieser Stadt Wien, Österreich, dass ihr hier etwas reißt. Warum? Es gibt keine Reichweite, es ist sehr schwer, Reichweite aufzubauen. Viel Neid, viel Auge, so. Es ist einfach sehr, sehr schwer, hier rauszukommen, wisst ihr, was ich meine?
Und deshalb, das Einzige, was mir gefehlt hat, wusste ich immer schon während meiner ganzen Musikkarriere, ich muss Fuß in Deutschland fassen. Ich muss nach Deutschland. Ich muss den Leuten auch da zeigen, dass ich was drauf habe. Und ich wusste, dass ich was drauf habe. Und deshalb habe ich die Chance genutzt. Und ja, deshalb bin ich auch stolz und dankbar darüber, dass ich diesen Weg bei ICAN gehen durfte. Aber der Moment, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall das Live-Event, wo ich zum ersten Mal auf der Bühne war. Da waren 1200 Leute, wisst ihr, hat man sich das erste Mal gezeigt. Man hat die Resonanz direkt live vor Ort gesehen, wie die Leute durchdrehen und den Shabubi feiern. Und ja, Mann, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Moment für mich bei ICAN 5. Bruder, Kopfhörer! Ey, Mann, was geht ab? Yalla, Shabab! Yalla! Shabab, zeig mal, wie das geht, komm! Smoke Gelato im Sixer, Beamer und es passt damit Scampis. Pack dich ein in den Mixer, hab in Chanta drin mein Gerambi. Beste Qualität in der Chanta von LW. Ich smoke mein und spiel auf der Gitarre. Oder was? Diese Fertig auf 45 Minuten? Krass, oder das verdient ein Applaus. Applaus. Sehr stark gemacht. Zino, erste Gruppe, die es geschafft hat, sofort. Das ist natürlich auch, wenn man sich vorbereitet vernünftig, dann kannst du auch so Ergebnisse erzielen und das zeigt mal wieder, dass das funktionieren kann. Richtig, die Jungs haben mir wirklich gezeigt, es funktioniert. Es ist möglich. Und man muss auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein Hit. Oh, welche Gefühle mich auf jeden Fall überwogen haben während ICAN. Bruder, Stress, kopfig. Du kannst nicht schlafen, du hast Hunger, du kriegst nichts zu essen. Gar nichts, Bruder, gar nichts. Aber so entstehen Diamanten, Leute. Es gibt kein Rummeckern, weil im Endeffekt, man muss kämpfen für seinen Traum, man muss leiden. Das heißt ja auch Leidenschaft. Nicht umsonst. Hat mir aufgepasst in der Schule. Nein! Mach das auf jeden Fall rein. Schneid das raus! Schneid das raus! Wenn jemand Filme im Block macht, fang eine Kugel fürs Team, so wie Kochtor. Hab noch vier im Revolver, die und jetzt alle! Oder la la! Oder la la! Fresh in den Laden rein, maskiert kaputt sind die! Minuten den schlechtesten Song gemacht, den es auf dieser gesamten Angst nicht, Momente, wo ich Angst hatte, jetzt nicht, aber Nervosität auf jeden Fall, vor allem bei der am Anfang 8 Bars Challenge, wo wir Villa angekommen sind und Buffrunde. Da war ich so am nervösesten, weil du kommst an, du denkst, kann sein, nach 5 Minuten schicken mich wieder nach Hause, dann bin ich umsonst gekommen. So, wisst ihr, was ich meine? In Wien, wir sagen, schau nicht so, du Tschubsel, sonst gehst du Meier. Meier. Sag mal, du gehst Meier. Du gehst Meier. Ich kenne die Schlaf, die Schlaf kenne mich, aber die schlafen, die kennen mich nicht. Zitat Ende. Ich war vor 3 Jahren in Malaga, aber da war ich noch nicht so behindert wie jetzt. Das heißt, jetzt wird gefährlich. Walla, weißt du, wie krass Malaga ist? Malaga ist wie Barcelona. So. Alle Flamme in den Chat. Flamme. Wir brauchen das für Kamera. Schnell. Schnell, bitte. Slimen, du wolltest, wo ich bin in Malaga. Sie hat Manyman, doch keiner ist wie Shabba. Wesh, RS6, 600 PS, Motor kreischt durch die City, Bitch, ich schreit in MS. Wesh, seh von Weitem, du bist Plagiat, häng in Malaga, Smoke Gas. Maria. Okay, diese Frage, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so eine Frage kommt. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, sag ich euch ehrlich. Es gab einen Tiefpunkt, sag ich euch ehrlich, das war, was soll ich euch sagen, Spaß, Bruder, was für Tiefen, Bruder, seid ihr kaputt, Bruder. Was redet ihr da? Was für ein Tiefpunkt, Mann. Es gibt kein Tiefpunkt, Mann. Es geht nur nach oben, Mann. Okay. Shabab, Rasha. Es macht dir keinen Kopf. Welche Erfahrung mich bei ICAN 5 am meisten überrascht hat, war auf jeden Fall dieses
Das ist einfach Songs Platz, von denen du nie gedacht hättest, dass sie platzen. Also es war wirklich zum Beispiel à la carte. Natürlich, ja, ich hatte diese Vision schon davor. Aus der Gosse zu Icon 5, einmal nachträumen. Ich wusste ganz genau, okay, dieser Song wird abgehen, dieser Song hat eine Vision dahinter, aber dass es so abgeht, hätte ich nicht gedacht, versteht ihr? Und was das in mir ausgelöst hat, pure Freude, es war einfach. Ich treue ab heute nur à la carte, denn mein Leben lief schon zu lange bergab, ja wir standen zu. Bitte, wer von euch hätte es gedacht? Sag, wer war da? Wer? Mittlerweile tut es mir nicht weiter. Mich mir wohl? Wer? Sag, wer war da? Wer? Mit jedem Schritt, den ich gehe, komme ich meinem Grab näher, näher. Ja. Beste bis jetzt war's Kande. Kane, Kenan, Bayo, Bare. Mein stolzester Moment bei Icon. Ich glaube, das war, wo die Top 5 angekündigt wurde. Genau, wo wir da alle standen und ich dachte mir so, ja, die von tausenden Leuten, wir sind hier, 5 Leute haben es geschafft oder was? Bruder, das, sag ich euch ehrlich, Wallah, ich war so tamam. Wenigstens hat man eine Sache erreicht im Leben. Also. Ihr gehört zu den letzten 5 von Icon. Was dieser Moment für mich bedeutet hat, so, ich habe einfach diese, als Künstler selber realisierst du manchmal nicht, wisst ihr? Zum Beispiel die Leute sagen, boah, du hast so viele Streams gemacht, du hast so viele Dings. Man checkt das gar nicht, man bekommt das nicht so richtig mit, wisst ihr? Aber dann, da habe ich so ein bisschen realisiert, okay, tamam. So, man ist so einen weiten Weg gegangen bei Icon und jetzt bist du einfach hier und guckst um dich herum und du bist einfach von diesen tausenden Bewerbern, bist du einfach Top 5, einer von denen, wisst ihr, was ich meine? Und ja, und es hat mir so kurz diesen Wachrüttler gegeben. Psst, Scott El Kahba, smoked Hashi straight from Tanja. Ich hab Rex in mein Janta, Fahar Ragas from the Zanka. Sitz im RS, gib Kiki im RS. Sie liebt den RSS, sie liebt Chassot TS. Zero Tahshish im Warraka OCB. Khoya, ja, ich geb Benzin auf alle Enemies. Shabab, ich fand heute deine Performance. Für mich war das einer der stärksten Performances, die ich von dir gehört habe. Vor allem die tiefe Stimme, wie du die eingesetzt hast, du hast auf jeden Fall daran gearbeitet. Das kam so krass auf diesen Beat, das ist echt sehr stark gewesen. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Was ich mir hoffe für meine Zukunft nach Icon ist einfach, natürlich, wir haben jetzt gute Reichweite, wir haben jetzt einen gewissen Hype, sage ich mal, wisst ihr. Und es ist nicht schwer, einen Hype aufzubauen. Klar, ist auch schwer, aber was noch schwerer ist, diese Hype zu halten, wisst ihr, was ich meine? Und ich gucke einfach, dass ich geradeaus mit dem Kopf durch die Wand einfach in diese Szene reinkomme, oder vorwärts, oder einfach reingehen, machen, nicht viel labern. Ganz einfach. Ah. Jetzt kommt deine motivierende Botschaft. Du hast nochmal die Chance, den Zuschauern was mit auf den Weg zu geben. Ich habe die Chance, den Zuschauern was auf den Weg zu geben. Ja. So, Bruder, komm. Du musst weg, Bruder. Es werden so viele Leute dir sagen, mach nicht, tu nicht, du bist scheiße. Bei mir, die Leute haben gesagt, Bruder, geh arbeiten. Halt deinen Mund. Was machst du da? Du Penner, du das. Manchmal kommt das auch von deinen engsten, ganz engsten Leuten. Wisst ihr, was ich meine? Heißt nicht, dass diese Leute irgendwas gegen dich haben, sondern du musst diesen Leuten das beweisen. Nimm das als Motivation, nimm das als Herausforderung. Wisst ihr? Und was ich immer sage,
erwartet euch keine 100%, wenn ihr keine 100% gibt. Macht nicht nur so eine halbe Sache, macht nicht einfach nur so hier ein bisschen da was. Wenn ihr wirklich es schaffen wollt, dann müsst ihr jeden Tag schlaflose Nächte haben, ihr müsst leiden, ihr müsst, ihr werdet Sachen auf eurem Weg erleben. Die werden euch so in die Knie zwingen, aber ihr müsst selbst da aufstehen und sagen, scheiß drauf, Bruder, ich lebe und kämpfe für diesen Traum. So, ich hoffe, ich habe dich motiviert, Bruder. Jetzt geh da raus, Bruder, hol dir ein Ayran, Bruder, trink diese Ayran, Bruder, hol dir ein Kokosnuss, Bruder, von Shabab, Bruder. Und dann ist vorbei, Bruder, dann geht's dir wieder gut. Chill down, so wie Koala. Wir fahren ja weg.